Gute Nacht für euch, alle. Heute am Ende dieses Dienstags gibt es noch einen Günter Kunert. Einen ganz anderen. Na, das müsst ihr entscheiden. Abendgebet hat er sein Gedicht überschrieben. Nichts mehr, nichts mehr. Gebete enden und beginnen immer wieder mit solchem Schrei. Das Leben geht weiter, die Zelle teilt sich, Bewegung geschieht und kommt an kein Ziel. Wir fliegen dem Nichtssein entgegen, dem Sirius zu, unter täglich gleicher Verrichtung, der sorglose Griff in die Tasche, der Blick auf den eigenen Urin, auf hunderte schnell vergessener Buchstabenreihen, der alte Fleck im Gemäuer, ausdauernder vielleicht als Venedig. Alles ist ringsrum aufgestellt, gerüstet und zugerichtet und sinnlos. Wie aufstehen, umhergehen und hinlegen. Nichts mehr, nichts mehr, außer vielleicht der blinden Hoffnung auf etwas, das doch ganz und gar vergeblich wäre? Beim ersten Durchlesen dachte ich noch, boah, das zieht einen ja ganz schön runter, so als ob sich gar nicht lohnt, das Leben. Aber diese kurzen Zeilen am Ende mit der, ja, vielleicht blinden Hoffnung, die auch noch vergeblich wäre, aber dann muss ich eben an das Gedicht gestern denken, an den Vorschlag. Es gibt immer etwas, also wofür es sich lohnt zu leben, sowieso. Und wenn es auch nur ganz wenig ist. Und wenn es auch nur ein Mensch ist, ein Partner. Ein träumerischer Moment, ein Aufblitzen. Und dann lohnt es sich vielleicht für diesen, naja, für das, was man hinterlassen will, aber eben auch nur, es kann auch, muss auch noch was ganz Kleines sein. Günter Kunert, vielen Dank. Euch eine gute Nacht und wenn ihr wollt, bis morgen.